Viel Spaß. Ausgezeichnete Wahl. Viel Spaß. Wenn du wieder handeln willst, ich bin hier. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen.
seten malo, le mash bet le kan bonila, kach kichke lempati, kach kima puyol yu tzilop yok sala me ya, kach kima kimbol shan la huetelet, sama yu Ich verstehe es nicht. Es ist fast wie kreolisch. Das beschreibt etwas in der Nähe. Kanäle bringen Wasser zu den trockenen Bereichen des Dorfes und sie haben mich mit sich genommen. Maloptitu, kachmalop wakain kas imbukeson inokon, matunu paton bulkin le kayobo. Vale, ta walaje. Chet besaje. Das ist furchtbar, armer Schucker. Yeah, good luck, one of them.
Ich kann es nicht glauben. Malop titu, kachmalop wakain kas imbukeson inokon. Uno patón bulkin le cayobo. Vale, está bueno que... In walk, mi basta. Das ist nützlich. Unuratu ging durch die Menge zum Thron, stellte sich jedoch daneben, ohne sich zu setzen. »Warum glauben wir diese Lüge noch immer?«, fragte sie die Menge. »Kukulkan beherrscht diese Stadt, und ich werde nicht länger lächeln und so tun, als wäre es anders. Ich werde keine Marionette sein, die auf seinen Befehl hin winkt und lächelt.« Die Wachen schnitten ihr das Wort ab und führten sie fort. Dann rückten sie mit gezogenen Waffen vor, um die Menge aufzulösen. Mutter, Vater, bald sind wir wieder vereint.
Osh, gat sasach sipin. Ein Dorfbewohner behauptet, er hätte auf den Straßen eine seltsame Kreatur gesehen. Er folgte ihr bis in eine ummauerte Gasse, wo sie verschwand. Eine Bürgerin berichtet von einem ähnlichen Erlebnis in der Oberstadt. Sie ist aufgewacht, als etwas versuchte, durch ein Fenster im ersten Stock zu klettern. Als sie schrie, ließ es sich auf die Straße fallen und verschwand. Ich bleibe an der Sache dran. Ichtaka vom Kult von Kukulkan gelobt sein Leben mit dem von Yutu, einer Nachfahrin der Maya, zu verbinden. Da er selbst keine Familie hat, wird Ichtaka so lange bei Yutus Eltern leben, bis sie sich ein eigenes Heim aufgebaut haben. Yutu gelobt ihr Leben mit dem von Ichtaka zu verbinden. Sie wird ihm viele Kinder schenken, die sie im Einklang mit den Bräuchen ihrer beider Völker erziehen werden. Wir verlassen die Stadt bei Tagesanbruch, was gut ist, da in ihr eine schreckliche Krankheit wütet. Tote und Sterbende säumen die Wege und verstopfen die Flüsse. Viele sagen, das sei eine Strafe der Götter. Tagebuch von Adelantado Perez.
24. November 1603. Ich begleitete Andres Lopez und eine Gruppe aus 12 Soldaten und 2 Molossern durch den Dschungel. Da die Wegbeschreibung, die Trinity von den Jesuiten erhalten hatte, ausgezeichnet war, fanden wir die verborgene Stadt ohne größere Probleme. Die Bewohner der Stadt waren zunächst misstrauisch, ließen sich durch unsere Geschenke aber davon überzeugen, uns einzulassen. Sie ahnen nichts von unseren wahren Absichten. Während wir die Oberhäupter der Stadt ablenken, hat Lopez mit der Suche nach dem Artefakt begonnen. Sein, den ich vom Fluss aus gesehen habe.
Ich bin zur rechten Zeit angekommen. Die Kultisten waren gerade noch hier. Hier müssen Verehrungsrituale für die Sonne stattfinden. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Irgendwie absenken. Geliefert, wenn ich ins Wasser falle. Vier Spiegel mit je einer anderen Markierung. Sie haben Nummern. Das ist Spiegel 2. Ich kann den Strahl von Spiegel 1 zu Spiegel 3 lenken. Jetzt kann ich zu Spiegel 3. Jetzt kann ich zu Spiegel 3.
Ich muss den Strahl von Spiegel 1 umlenken, um Spiegel 2 zu erreichen. Ich muss den Strahl von Spiegel 1 umlenken, um Spiegel 2 zu erreichen. Chuck war für die Maya ein extrem wichtiger Gott. Er lehrte sie die Geheimnisse des Ackerbaus und wachte über das Wachstum und die Ernte der Pflanzen. Ihm waren im Allgemeinen sämtliche Formen der Fruchtbarkeit zugeordnet. Er war außerdem für den Wind, für Blitze und für Regen verantwortlich, der aus seinen Tränen entstand, sowie für den Erhalt von Quellen, Brunnen, Flüssen, Zenotten und anderen Wasserquellen. Genau wie all diese Dinge galt er auch als wohlwollend und fürsorglich, aber auch als unberechenbar. Äußerlich wurde Chuck als Reptil mit wild verknotetem Haar dargestellt und die ihm zugeordneten Farben waren weiß, rot, gelb und schwarz, die für Norden, Osten, Süden und Westen standen. Yeah.